Unsere Blutgefäße transportieren jeden Tag etwa 7000 Liter Blut. Dabei müssen die Beinvenen das Blut aus den unteren Extremitäten gegen die Schwerkraft zurück zum Herzen befördern. Die beiden wichtigsten Mechanismen in diesem Prozess sind die Wadenmuskelpumpe und die Venenklappen. Beim Gehen oder Laufen werden die Wadenmuskeln im Wechsel angespannt und entspannt. Durch die Anspannung werden die Venen verengt und das Blut durch die sich öffnenden Venenklappen nach oben gedrückt. Bei längerem Stehen entspannt sich die Muskulatur und das Blut beginnt nach unten zu fließen. Die Venenklappen verschließen nun und verhindern, dass noch mehr Blut zurückfließt. Bei einer venösen Insuffizienz weiten sich die Venenwände, was zur Folge hat, dass die Venenklappen nicht mehr richtig schließen. Dies führt zu einem Rückfluss des Blutes, auch venöser Reflux genannt. Das Blut stagniert und sammelt sich in der Vene an. Unbehandelt kann dieser Zustand zu Venenerkrankungen führen. Die Symptome einer Venenerkrankung variieren je nach Schweregrad und reichen von Juckreiz über Schwellungen, Krämpfe und Schmerzen bis hin zu einem Gefühl von unruhigen oder schweren Beinen. Unterdessen können sich bereits auch sichtbare Krampfadern entwickeln. Bleiben Krampfadern unbehandelt, können sie eine Entzündung der Venenwand und des umliegenden Gewebes hervorrufen und es können Ödeme entstehen. Zudem können Blutzellen aus der Vene in das umliegende Gewebe austreten, sodass eine Hyperpigmentierung der Haut entsteht. Die schwerste Form unbehandelter Krampfadern ist ein offenes Bein. Der Hauptrisikofaktor für eine Venenerkrankung ist eine genetische Prädisposition, die mit anderen Faktoren wie langem Sitzen oder Stehen, Adipositas, fortgeschrittenem Alter oder Schwangerschaft einhergeht. Kompressionsstrümpfe von Sigvaris sind eine effektive, nicht-invasive Behandlungsmethode bei Venenerkrankungen. Das Prinzip der Kompressionstherapie beruht auf einem einfachen und wirkungsvollen mechanischen Prinzip. Ein elastisches, textiles Kompressionsmaterial übt einen graduierten Druck aus, der im Knöchelbereich am stärksten und im oberen Strumpfbereich am schwächsten ist. Indem Sie die Venen sanft zusammenpressen, verbessern Kompressionsstrümpfe den venösen Blutfluss zum Herzen. Gleichzeitig behandeln sie das Ödem, lindern die Symptome und verlangsamen das Fortschreiten der Venenerkrankung. Zusammen mit einem gesünderen Lebensstil können Kompressionsstrümpfe dazu beitragen, das Risiko einer Venenerkrankung zu mindern. Kompressionsstrümpfe von Sigvaris sind in verschiedenen Farben, Ausführungen und Stärken erhältlich und ermöglichen damit eine individuell zugeschnittene Therapie. Sigvaris Kompressionsstrümpfe. Schenken Sie Ihren Beinen die Aufmerksamkeit, die sie verdienen.